Mit räumlichen Ressourcen sparsam und schonend umgehen. Schauen wir gemeinsam zu Familie Wandel ins Jahr 2030. Mama Claudia ist Regionalmanagerin und engagiert sich für die Entwicklung der Ortskerne. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie sich entschlossen, ein leerstehendes Haus im Ortszentrum herzurichten. Der Umbau hat weniger gekostet, da sie eine spezielle Förderung dafür erhalten haben. Gemeinsam mit den Gemeinden hat Claudia zusätzliche Anreize geschaffen, damit sich weitere Menschen im Ortskern ansiedeln. Geschäfte, Kindergärten und ÄrztInnen sind in den Ortskernen nun wieder ausreichend vorhanden. Das freut Familie Wandel. Die Wege sind kürzer und die Erledigungen können zu Fuß oder mit dem Rad gemacht werden. Weil bestehende Gebäude im Ortskern wieder genutzt werden, müssen keine freien Flächen bebaut werden. Das spart auch Energie. Auf dieses Thema legt Papa Thomas großen Wert. Er achtet besonders auf die Nutzung erneuerbarer Energien. Beim Spaziergang durch den Ort freut sich Thomas über die vielen Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Auch Familie Wandel deckt so ihren Strombedarf. Geheizt wird über das Fernwärmenetz der Gemeinde. Familie Wandel zeigt, wie mit räumlichen Ressourcen sparsam und schonend umgegangen werden kann, die bestehenden Gebäude wieder zu nutzen und erneuerbare Energien aus Photovoltaikanlagen und Fernwärme zu verwenden, sind nur ein Anfang.